Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, wenn wir den Zwergenhort verbessern, erhöht sich unser Bevölkerungslimit. Aber das war nur am Rande. So, machen wir hier noch. Alles etwas grüner. Ja. Sieht doch gut aus. Und hier auch noch drunter. Und die Sachen könnten wir theoretisch auch noch verschieben. Einfach mal hier in diese Ecken. So. Perfekt, oder? Ja, ich finde es schön. Dann machen wir noch hier solche Wände, die passend zum Boden sind. Das muss er sein. Das muss der Außenpostenraum sein. Ja, das ist er. Ihr habt die Hälfte der Prüfung absolviert. Gut gemacht. Wenn ich euch einen Rat geben darf, seht ihr das Banner da drüben? Das ist ein militärischer Außenposten. Außenposten könnt ihr Zwergensoldaten zuteilen, wie ihr es auch mit Zwergenarbeitern und Düngesteinen macht. Wenn ihr einem militärischen Außenposten Zwergensoldaten zuteilt, werden sie sich zu diesem Posten begeben und sie mit ihrem Leben verteidigen. Gut. Verstanden. Ich werde diesem militärischen Außenposten 3 Zwergensoldaten zuteilen. Okay, gut, dass wir den Forscher noch nicht gemacht, freigeschalten haben. Also unseren letzten Zwerg. Und ja, das hier ist eine Antiteleportersphäre. Da unten ein Teleportdestruktor. Der hält uns allerdings nicht davon ab, hier Sachen zu verkaufen. Und so zum Beispiel an etwas Eisen. Entschuldigung, etwas Eisen zu kommen. Ja, dem Außenposten 3 Krieger zuteilen. Ja. Sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Wo ist denn unser letzter Jungzwerg? Da. Also wirst du jetzt ein Krieger. Gut, wir brauchen auch nicht so viele Forschungspunkte mehr. Nur 4 Stück. So. Und die 4 Krieger werden sich jetzt auf den Weg machen. Und diese Fahne verteidigen. Diese 3 Krieger, Entschuldigung. Oder auch nicht. Der letzte ist ein bisschen eigensinnig, hä? Und ich merke gerade, dass ich, ups, fast keinen Stein mehr habe. Jetzt habe ich gar keinen mehr. Ja, dem Außenposten 3 Krieger zuteilen. Dieser Außenposten könnte ein guter Startpunkt für eine neue Siedlung sein. König Vater hat mich angewiesen, hier einen militärischen Außenposten zu bauen. Wir sollen den militärischen Außenposten im Baumenü finden, hier am bestmöglichsten Ort bauen und dann mindestens 3 Zwergsoldaten dorthin abkommandieren. Diese 3 werden dann in der Nähe des Außenposten bleiben und das angrenzende Gebiet bewachen. Zwergensoldaten können entweder durch Anklicken des Außenpostens oder mithilfe des Teleportbefehls durch ein direktes Ablegen dorthin abkommandiert werden. Wenn wir zu viele Zwerge, aber nicht genug Zwergensoldaten haben, können wir über den Verkaufsbefehl Zwerge verkaufen. Verkaufte Zwerge begeben sich nach Helmfort zurück und wir können neue Jungzwerge anfordern. Jo, ich helfe mal ein bisschen nach. Achso, da ist die Teleportsphäre im Weg. So. Ich habe doch jetzt 3 Zwergenkrieger zugeteilt. Achso, die wollen erstmal hier ein bisschen aufräumen. Die machen nämlich auch Spinnenweben weg.
Oh, und da wären Bücher. Die waren aber auch nur Gold wert. Ja, das bringt mir etwas Stein ein. Wenn ich hier die Mauern verkaufe und etwas Holz, wenn ich den Holzboden verkaufe. So sehe ich auch, was sich hinter den verschiedenen Böden befindet. Zum Beispiel hier ist Gold dahinter. Beziehungsweise Silber. So. Ich verstehe nur gerade nicht, warum das mit dem Krieger zu teilen nicht geklappt hat. Ich habe doch drei Krieger. Ein Krieger zu... Achso, die waren noch beschäftigt. Zwei Krieger, wo ist der dritte? Der pennt wahrscheinlich gerade, ja. So, jetzt kann ich hier wenigstens... Ja, nicht schön, aber... selten, diese Ummauerung hier. Ach, wisst ihr was? Ich verkaufe das einfach und mache die Treppe direkt dahin, wo sie hingehört. So. Besser. Und das hier mache ich alles. Oh. Mist, hier habe ich ja alles zu Steinwänden gemacht. Nicht so toll. Kommando zurück. Nein, ich will die... Ich möchte eigentlich den Boden darunter verkaufen. Ja, bleib einfach mal da stehen. Ich verkaufe den Tisch, was ich nicht wollte. Da jetzt werden sie diese Position bewachen. Ich erwarte nicht weniger als Höchstleistung. Was? Wie sollen sie denn ohne Pausen und Nahrung ordentlich Wachdienst versehen? Ihr sollt diesen Außenposten in eine weitere Siedlung verwandeln, wo sie rasten und essen können. Gut, in Ordnung. Ich werde sie für sie einen Tisch und ein paar Betten bauen. Je näher sie an der militärischen Außenposten baut, desto weniger müssen sie zwergigen Soldaten laufen. Jo. Jetzt aber erstmal, obwohl wir brauchen ja nur einen Tisch. Gut, der forscht da schon wieder weiter. Also einen Forschungstisch meinte ich jetzt gerade. Einen Esstisch. Steintisch können wir leider keinen bauen. Wir könnten einen Turmalintisch bauen. Der macht viel Freude. Und ist auch nicht so teuer wie ein Holztisch. Und bettenmäßig... Bequemes Steinbett? Nee. Zwei Strohbetten. Und hier könnten Sie bitte mal ein bisschen ausheben. Das Turmalin abbauen. So, jetzt mache ich die Böden hier mal richtig, wie sie gehören. So. Und fertig. Ja, der Tisch ist fertig. Jetzt können die Zwerge daran essen. Stand nicht so gierig auf das Essen. Lass die armen Zwerge wenigstens einen Bissen nehmen, bevor ihr alles verschlingt. So viel esse ich nun auch wieder nicht. Ja, von mir aus. Der Tisch, der kommt jetzt einfach mal hier hin. Und da können dann jetzt die Militärzwerge dran essen. Unser König schläft in seinem Stuhl. Hier sind wir noch nicht ganz fertig. So. Jetzt sind wir hier ganz fertig. Hier noch die Wände.
Schön verkleiden. Ja, jetzt sieht das langsam etwas gemütlicher aus hier. Jedenfalls ein Großteil der Räume. Für das hier, für die Wände bräuchten wir allerdings noch mehr Stein. Und der schläft in dem Bett, was er gerade aufgebaut hat. Ja, so wird ein schönes Zwergenkönigreich draus, oder? Und wir haben einen weiteren Forschungspunkt. Der geht jetzt gleich mal in Stoffrüstungen. Dann geht der nächste in Schlosserei und dann Maschinenbau. Und ja, ich habe auch immer so das Gefühl, je weiter wir fortgeschritten sind, desto länger dauert es, die Forschungspunkte zu kriegen. Ein bisschen wie mit Erfahrungspunkten. So, da du mit dem Bett jetzt fertig bist, porten wir es darüber. Jetzt hat er Hunger. Dann lassen wir ihm was essen. Und hier können wir auch noch ausgraben. Ah, hier ist noch mehr Turmalin. Alles ausgraben. Wir könnten theoretisch auch hier etwas Eisen kaufen. Allerdings ist Eisen nicht gerade billig. Ich hoffe ja eher, dass wir unten in der Schatzkammer ein bisschen Eisen finden. Oder wenigstens Gegenstände aus Eisen. Jetzt haben wir mehr Betten, in denen sich die Zwerge ausruhen können. Darüber sollen sie sich aber besser mal freuen. Ihr solltet besser mal in die Gänge kommen. Mal im Ernst, was würdet ihr bloß ohne mich machen? So, Tür geht auf. Und die machen jetzt den Teleport-Disruptor kaputt. So. Hoffe ich jedenfalls mal. Und das bringt auch jede Menge Eisen. I'm the prince and you will hear me. In Ordnung, ich habe einen Tisch gebaut, an dem Zwerge essen können und Betten, in dem sie schlafen. Hoffentlich wurden sie nah genug platziert, damit die Zwergensoldaten sie erreichen können. Ihr solltet euch überlegen, den Außenposten zu einer eigenständigen Siedlung mit Dekoration und so weiter zu machen. Jawohl, jetzt fühle ich mich aber gut vorbereitet. Es ist an der Zeit, die Schatzkammer zu finden. Vergesst nur nicht, es ruhig angehen zu lassen. Und Spaß beim Anführen eures Clans zu haben. Der Weg in den unteren Bereich, in dem sich die Schatzkammer befindet, ist jetzt frei. Ihr könnt euch durch den Außenpostenraum dorthin begeben. Jo. Wir graben aber erstmal hier mal noch Sachen frei. Und wir haben genug Eisen für eine Verbesserung eines Soldaten zu einem Kämpfer. So, jetzt sieht er etwas stärker aus. Also er hat eine große Hellebarde, keine kleine Axt mehr und eine bessere Rüstung an. Und wir könnten auch mal... Warum guckst du so grimmig? Bist du sauer, weil der befördert wurde und du nicht? Den da könnten wir mal zum Speerwerfer machen. Genau, so sehen Speerwerfer aus. Und weil wir so nett sind, machen wir dich auch noch mal zu einem Kämpfer. So. Das dürfte jetzt alles ganz gut sein. Ich mach mal den Grabbefehl fürs Gold weg, einfach weil wir wieder fast am Limit sind. So. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich werde jetzt mal hier einen Cut machen müssen, weil ich schon bei 2 Stunden in dieser Aufnahmesession bin. Aber wir können ja jederzeit, also ich gehe mal ins Menü, mach Spiel speichern. Und dann mache ich zurück zur Welt. Möchtet ihr denn vor dem Verlassen des Spiels noch speichern? Ja. Sicherheitshalber. So, dann können wir mal kurz den Statusbericht angucken. Jo, wir haben 2 der Königsqueste abgeschlossen. Hauptquest haben wir noch nicht abgeschlossen und die Levelbelohnung haben wir auch noch nicht erhalten. Ja, jetzt können wir jederzeit in die Mission zurückkehren, indem wir auf Spielen klicken, nicht auf Mission zurücksetzen. Wie ich vorher den Fehler gemacht habe.
Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also sehen wir uns wieder auf der Weltkarte und steigen dann sofort wieder in die Mission ein. Ich hoffe, ihr habt Interesse an dem neuen Projekt. Es ist, wie gesagt, ziemlich zwergenreich. Ja, also Zwergenfans kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Also, bis gleich.